So, da bin ich wieder. Die Gans und der Braten waren fertig. Wir haben sie serviert zu Rotkohl und Klöße mit Soße. Den Gästen hat es hervorragend geschmeckt. Das ist jetzt noch übrig geblieben. Da seht ihr noch was von der Füllung, vom Braten und die Reste von der Gans. Das kann man noch die kommende Tag oder morgen noch mal essen, gebratene Klöße machen mit Rotkohl, ja, und Soße. Ja, Fazit: war sehr lecker, man hat das Rauchige durchaus geschmeckt, war sehr zart. Ja, ich bin zufrieden und mal sehen, was wir nächstes Jahr machen. Also bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Smoke and Grill, Obertzeller lädt ein. Also.